So. Okay, ich grüße alle Menschen, die jetzt dabei sind. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die in den letzten Tagen auf Sendung gegangen sind. Das waren einfach auch sehr schöne Sendungen. Gestern war auch nicht im TV-Programm, ist auch der Joe Konrad auf Sendung gegangen. Und aus Stuttgart. Und die Christiane hat auch eine sehr schöne Sendung gemacht aus Heidelberg. Sie wird einfach auch jede Woche auf Sendung gehen. Ja, es ist schön, wenn andere auf Sendung gehen. Kann man es genießen. Der Traum irgendwie wird langsam einfach auch immer wahrer. Dann bedanke ich mich einfach für die Freunde in Budapest für die wunderbare Sendung. Es war eine Weltsendung, waren Hunderte von Leuten weltweit einfach die geschaut haben. Im Nachhinein jetzt Tausende haben die Sendung einfach auch gesehen. Es waren mehrere leitende Ärzte, die einfach auch für Selbstheilungskräfte in Bezug auf Krebs einfach auch jeder seine Erfahrung auch erzählt hat. Die Sendung war eben Englisch und Ungarisch. Das war für mich wichtig, das in beide Sprachen zu machen. Und ich kann wirklich versichern, wenn ihr das in das ungarische Kanal schaut, zum Schluss, einfach wo die Melinda einfach auch gesprochen hat, sie hat fast eine halbe Stunde auf Ungarisch gesprochen. Ich kann euch empfehlen, diese Sendung zu sehen. Also das wäre echt nicht notwendig gewesen zu verstehen oder zu übersetzen, weil die Art, wie sie das einfach auch gesagt hat, die Tiefe, die Leidenschaft, mit der sie gesprochen hat für Selbstheilung bei Krebs, ne? Das war unglaublich. Und das war für mich einfach ein wichtiger Schritt. Ich wünsche mir wirklich viele zweisprachige Sendungen, damit die Menschen einfach auch andere energetische Kodierung einfach auch spüren und die Musik von anderen Sprachen einfach auch schätzen lernen, lieben lernen. Und ich kann wirklich garantieren, Ungarisch war einfach auch wunderschön, war wunderschön da zu sein. Ich war einfach in diesem Schloss, in diesem Hotelschloss, also Hotel im Schloss, in dieser Anlage, erster Bezirk von Budapest. Und ja, das war unglaublich, die Energie auch im Lande zu sehen, wie die alte, wie die Menschen, wie die Gründer dieses Landes einfach auch gedacht haben und gehandelt haben. Und das ist schon, ja, das ist schon eine schöne Erfahrung, nicht als Tourist zu gehen, sondern die Gelegenheit einfach auch zu haben, durch so eine Sendung einfach auch viele Organisationen, Menschen, Künstler, es waren berühmte Künstler auch, die da auch dort aufgetreten sind, einfach auch kennenzulernen. Die kenne ich einfach auch. Ich konnte mir die ganzen Namen nicht merken, aber die kann ich natürlich alle nochmal neu suchen oder mir geben lassen. Ja, ich hoffe, dass aus Ungarn auch regelmäßig auf Sendung gehen werden. Das werden wir dann einfach auch einrichten. Und ja, dann in Italien auch die Sendung aus Italien. Wie gesagt, ich kann das nicht übersichtlicher, wenn ihr einfach auch in den verschiedenen Kanälen. Die italienische Sendung ist auf Kanal 1, ja. Und eben all die Aufzeichnungen, die kann ich natürlich irgendwann, wenn ich Hilfe bekomme oder wenn es einfach sich eine Struktur ergibt,
nach jetzt diese ständige Erfolge, da diese ständige Erweiterung von GTV, es wird einfach hoffe ich, wenn es so sein soll, einfach eine die Hilfe kommen, damit alles ordentlich und alles die ganze Arbeit geordnet werden kann. Denn es sind Tausende von Aufzeichnungen, die wirklich einfach auch dieser neue Zeitalter kennzeichnen. Ist noch nie einfach so eine Arbeit gemacht worden, sind einfach hier oder da eine Aufzeichnung gemacht worden, aber was GTV macht, die Live-Sendungen, die sind einfach auch, die man einfach auch spürt. Eben diese in Ungarn zum Beispiel, die 180 Leute da anwesend und die ganze Welt noch auch über den Livestream, der ist richtig gestürmt worden. Das war schon, das gibt schon eine ganz neue Möglichkeit, eine ganz neue, öffnet einfach für neue Perspektiven, für eine neue Ermächtigung, dass Schönheit, Liebe und Wertschätzung, Mitgefühl einfach in der Welt einen Platz haben. Ja, noch möchte etwas über Weihnachten danach sagen, noch vielleicht ein paar Informationen. Eben, ich denke, in 1, 2 Wochen werden wir hier vierfache bessere Qualität einfach senden. Wir haben einen Weg gefunden. Und also nicht nur das Hochladen in gute Qualität, sondern einfach auch, wir werden einfach von hier aus mit 500, 700 Kilobit einfach aussenden können. Ja, Sabine feiert mit der Tochter, deswegen heute mache ich das. Sie wollte einfach diese Tage sich ein bisschen zurückziehen. Natürlich, sie arbeitet einfach auch hier rund um die Uhr. Ja, und grundsätzlich werden wir, ich bin einfach zufrieden, werde ich einfach jetzt öfter Menschen richtig interviewen, so eine Reihe von Sendungen, so wie bei Christiane, einfach auch machen die nächsten Wochen, so dass ich eine Zeit lang einfach fast täglich von woanders senden werde. So möchte ich einfach Bibliotheken für viele aktive Menschen, nicht nur eine Sendung, sondern immer 3 Monate lang Aufzeichnungen machen, damit die Leute wöchentlich auf Sendung gehen können. Es sind einfach schon einige, die das wollen. Und ja, es wird einfach Schritt für Schritt sich erweitern. Wenn jemand Fragen hat, jederzeit, könnt mich gerne, ich gebe ja jetzt im Moment Infos, ich bin in kein Thema drin. Die Telefonnummer ist unten eingeblendet. Oder Skype-Nachricht, ich öffne jetzt Skype. Warte mal. Okay. Ja, die Sendungen in Stuttgart werden immer schöner, immer mächtiger. Also da, das freut mich sehr. Klaus besonders gibt einfach auch seine ganze Energie und es gibt einfach viele neue Entwicklungen, die werden einfach auch weitergegeben. Ja, und die nächste Veranstaltung ist das Zeitenwechselkongress. Bitte ich euch. Wir haben auch eine schöne Sendung hier gehabt mit einigen Referenten. Ja, für alle, die noch nicht sich entschieden haben,
Es ist schon anders, bei sich zu sein oder in so einer Atmosphäre, so einen Seitenwechsel zu erleben mit Menschen, in der Atmosphäre von Menschen, wo einfach auch ständig oder gerne einfach auch in den Wechsel gehen. Ne? Gerne einfach auch was. Was verändern. Okay. Ja, deswegen viele haben einfach noch nicht entdeckt, dass es die Sendungen immer aus dem Kanal einfach auch sind. Wo muss man einfach ein TV-Programm schauen und dann braucht man nur auf die Sendung zu klicken. Und das ist einfach auch, Livestream sollte ich eigentlich abschaffen, damit die Leute nicht durcheinander kommen, weil viele schauen einfach immer in den Livestream. Und dann muss ich immer hier und da schreiben, bitte ist nicht die Sendung hier, sondern die Live-Sendung ist auf ein anderes Kanal. Ich denke, es werden einfach schon Leute kommen, die das übernehmen werden und die das einfach die Seite, vielleicht einfach auch Klaus oder anderen, gestalten wird. Im Grunde genommen, in GTV gibt es die Livestream, die Aufzeichnungen und die Aktivitäten und Messen und Experten. Die neue Messeseite, die hat einfach Klaus schön gemacht. Natürlich alle Inhalte sind noch in die alte Seite. Die werden Schritt für Schritt, sobald ich einfach auch weiß, wie das geht, einfach in die neue Seite einfach auch übertragen. So. Ja, das sind die Neuigkeiten. Und eben irgendwie, ich habe das einfach auch nicht gleich mitgekriegt, dass es einfach fast täglich eben 1, 2, 3 Kanäle Live-Sendungen gibt. Und so brauchte ich einfach auch nicht auf Sendung zu gehen, konnte ich einfach auch meine Arbeit machen. Eben bis Ende Januar werden schon 5, 7 bis 10 Leute regelmäßig auf Sendung gehen. Von sich zu Hause aus. Aus der Schweiz, aus unterschiedlichen Orten. Okay. Okay, jetzt möchte ich einfach über Weihnachten etwas, also was meine Erfahrungen einfach auch sind, also den Weihnachten wertschätzen. Weihnachten als die Zeit überhaupt, wo einfach auch ja, Jesus einfach Entscheidungen getroffen hat und über das Schenken. Im Grunde genommen, Jesus hat einfach entschieden, dadurch, dass er inkarniert wurde, hat er entschieden, einfach ein Geschenk zu machen. Und für mich bedeutet Geschenk, Schenken einfach auch etwas ganz anderes als das, was wir normalerweise darunter einfach verstehen. Schenken bedeutet für mich einfach die eigene Berufung zu leben. Wenn man die eigene Berufung lebt, dann
dann die Geschenke kommen einfach auch von selbst raus, ne? Wenn man die eigene, wenn man sich vorbereitet, eigentlich die Vorbereitung auf Weihnachten sollte einfach so sein, dass jeder sich so innerlich ausrichtet, so innerlich ausrichtet, dass es am Weihnachten so weit ist, egal in welche Form, müssen alle nicht wie Jesus sein, dass er sich opfert oder dass er sich einfach auch dadurch, dass er seinen Weg gegangen ist, auch der Weg des Leid, nicht nur des Genuss einfach gegangen ist, sondern egal in welche Form jeder für sich einfach auch richtig ist, sich einfach vorzubereiten auf, ja, auf die innere Berufung, so dass man am Weihnachten ja, in voller Blüte sich entfalten kann und man den Menschen einfach, den Liebenden oder den Menschen einfach, die nah sind, entweder schenkt man die eigene Herzkompetenz mit einfach was Schönes oder ein neues Lied oder eine neue Erfindung oder das, was eigentlich durch das Leben der Berufung überfließt aus einem Mensch. Und in einem Kreis, wo jeder eigentlich das eigene Wissen und Können den anderen als Konsequenz des Überfließen, des Rhythmus, des Glück, des Herzens, der Klarheit, der Weisheit den anderen einfach ausschenkt. Und das ist einfach auch mein Verständnis von Weihnachten. Vielleicht könnten wir nächstes Weihnachten so ein Ritus machen, so wie wir jetzt einfach auch über Silvester. Eben über Silvester ist einfach wichtig, sich auf die Veränderung vorzubereiten mit schönen, weisen Menschen und sich einfach die Impulse zu nehmen, damit einfach den Zeitenwechsel muss kein Drama sein, muss nicht hart sein, muss nicht dramatisch sein oder emotional. Es kann einfach mit einer schönen Vorbereitung ja, den Zeitenwechsel mit Genuss und mit guter Vorbereitung diesen Übergang einfach auch ja, mit Stärke, mit Klarheit, mit Begleitung in guter Gesellschaft einfach auch geschehen. Und so stelle ich mir das einfach eben auch Weihnachten vor. Deswegen vielleicht eine Einladung, vielleicht einfach auch nachträglich, oder vielleicht habt ihr einfach auch noch Lust in euren Kreis, in euren Familiensystem, in euren Freundeskreis einfach jetzt nicht die übliche Weihnachtsgrüße oder Wünsche für einen Jahreswechsel, sondern einfach was Originelles zu schreiben. Zum Beispiel für den Jahreswechsel: Ich wünsche dir, dass du deine Unsicherheiten ablegst. Also einfach auch zu spüren, was der andere einfach auch braucht, was der andere. Und aufgrund der eigenen individuellen Kompetenzen, ja, neues Jahresgrüße einfach in der Form des Übergangs, der Zeitenwechsel einfach auch individuell einfach auch zu geben. Denn im Grunde genommen alle sonst, also bis jetzt, haben alle immer das Gleiche geschrieben. Ja, fröhliche Weihnachten und so weiter. Und ich frage mich einfach immer, warum alle fröhliche Weihnachten wünschen. Irgendwie ist es verdächtig. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachten, eine fröhliche Weihnachten. Irgendwie, wieso? Wie kommst du dazu? Glaubst du, dass es einfach auch nicht so sein kann? Also diese Betonung auf das Schöne,
Verbringe mir bitte ein schönes Weihnachten, ein fröhliches Weihnachten. Ist mir immer auch ein bisschen verdächtig. Deswegen war ich bin einfach unsicher. Ich schicke normalerweise in der alten Form so keine große Grüße, weil ich weiß es nicht wie. Ne? Aber jetzt, wo ich mit eurer Aufmerksamkeit hier in GTV bin, also mit eurer Aufmerksamkeit, ist mir klar, was ich einfach auch demnächst auch machen werde. So Zeitenwechsel oder Geburtstage oder habe ich fast nie selten gefeiert. Oder Weihnachten, Ostern, Neujahr werde ich einfach entsprechend diese Überlegungen einfach auch handeln. Ja, das heißt, ich kann dann mal alle meine Freunde mir Gedanken machen und einfach für den Zeitenwechsel zum Beispiel, ja, ich wünsche dir, ich sehe oft, bist du einfach auch konfus oder kannst du nicht richtig deine Entscheidungen treffen, wünsche ich dir einfach auch Klarheit, ne? Dass du mit deiner Klarheit, mit deiner neuen Klarheit den Übergang, den Durchbruch schaffst, dass du dich einfach auch ordnen kannst. Oder ich wünsche dir in diesem Zeitenwechsel Entscheidungskraft, damit du einfach aus dieser Unsicherheit einfach auch rauskommst. Oder ich wünsche dir, dass, ja, dass du alle deine Ängste, die bei dir sind, sich in Luft auflösen und dass du einfach frei von Ängste einfach auch handeln kannst. Also das sind für mich für den Zeitenwechsel ja gute Wünsche, die individuell sind und nicht nicht so immer das Gleiche, ne? Ja, fröhliche Weihnachten. Was macht fröhlich? Was macht denn einen fröhlich? Ich wünsche dir. Dein Verwandtschaftssystem wünsche ich dir, dass du dich zurücknimmst und nichts willst. Ich wünsche dir, so einfach diese Wünsche einfach individuell zu gestalten und sich einfach auch zu trauen, das zu sagen, was für den Mensch wirklich fröhlich macht. Okay. Ich hoffe, ihr euch gefällt der neue Spruch. GTV is not only live, it's alive. Ist nicht nur live, sondern lebendig. Ja, ich freue mich für alle, die jetzt da sind. Ich spüre einfach auch die Anwesenheit, auch wenn ich hier und da durcheinander einfach was sage. Aber heute war eigentlich ist keine Sendung, es ist Info und ein paar Erfahrungen von mir. Aber ich spüre einfach, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit der Menschen, die jetzt einfach auch anwesend sind. Ich spüre deren Anwesenheit. Und vielleicht können wir jetzt was Schönes machen. Ja, vielleicht die Kommunikation ist jetzt nicht nur mit mir, sondern einfach auch unter den Zuschauern untereinander. Und vielleicht lade ich dich jetzt einfach auch ein.
mit deinen Händen einer der Zuschauer, sind besonders zwei Zuschauer, die ich jetzt einfach auch fühle, die einfach sich berühren könnten oder mit der Vorstellung einfach die Hand des anderen einfach auch zu berühren, lade ich jetzt einfach auch, ja, alle Zuschauer ein, sich untereinander zu fühlen und zu erlauben, die Vorstellung, dass man von sich zu Hause einer der Zuschauer einfach auch berührt. Kreuz und quer, nicht den Kreis, sondern dass du genau die richtige Person einfach auch berührst, die du jetzt einfach auch möchtest. Lass dich einfach auch fühlen, führen und trete in Kontakt ein mit einer der Zuschauer, die du jetzt fühlst, und berühre mit deiner Hand einer der Zuschauer, wo du dich einfach auch angezogen fühlst. Wenn du berührst, dann bist du bei dir. Dann denkst du nicht mehr, dann entspannst du dich, dann spürst du deinen Körper, dann bist du in deinem Menschsein. So, ich fühle, dass ich zwei Zuschauer berühren kann. Und bei mir ist es ein Dreierkreis. Es ist wirklich unglaublich, dieses Internet oder GTV, dass wir durch die Technik lernen, uns auszuweiten. Das Internet macht uns vor, jeder kann durch Google über die anderen was schauen, die sich einfach auch zeigen. Und jeder kann einfach auch alles fühlen. Google ist einfach nur eine unperfekte Maschine, die den menschlichen Geist versucht, so nah wie möglich zu kommen. Und das, was Google kann, das können wir auch. Spüre einfach und genieße zu berühren, um berührt zu werden. Egal, wo du bist. Wer bekommt jetzt einen Heiligenschein? Du oder ich? Wer ist ein Heiligenschein? Ja, es ist unglaublich durch das Berühren. Schön. Wir beide. Ja, durch das Berühren ist einfach eine neue Entspannung gekommen. Also ich fühle mich einfach mehr im Körper, mehr entspannt. Und diese wenige 1, 2 Minuten haben mich einfach auch ein bisschen mehr einfach auch zu mir gebracht. Ne? Engel. Apropos Engel, das ist einfach dieses neues Code entdeckt worden, dieses Riesenbuch, Code des Teufels oder so. Und fand ich einfach interessant,
wie heißt dieser neue Bibelcode? Bibelcode. Und die Rolle des Teufels. Ne? Und deswegen Engel okay, aber Bengel muss auch sein. So, ich würde gerne, ich hoffe, dass es jetzt Zeiten kommen, wo wir einfach auch reisen können, wo die Leute ein bisschen Überfluss, wo Geld ein bisschen fließt, dass man sich einfach auch mehr leisten kann. Weil dann würde ich gerne schon eine Theaterproduktion machen mit Engel um Bengel. Besonders in dieser Zeit vergessen wir die Bengel, kommen, schießen einfach hoch, unfreiwillig, besonders am Weihnachten. Weil man immer nur über Engel spricht. Und im Grunde genommen sollte man die Bengel auch belohnen, so wie die Engel. Und der Unterschied zwischen Engel, ein guter Bengel ist auch ein Engel. Und eigentlich ein Engel ist ein Bengel, weil er immer uns indirekt auf Sachen bringt oder zustoßen lässt, wo wir sonst einfach auch nicht gerne uns angeschaut hätten. Ja, habt ihr noch ein Thema für heute oder habt ihr noch Fragen? Bengel sind kleine Teufel. Nee, Bengel, es sind keine Teufel. Okay. Naja, so wie ich ein bisschen die letzte Zeit das einfach auch verstanden habe, ist, dass es einfach, ja, der Teufel ist, ist eigentlich ein Teil von Gott. Ne? Ist einfach wie beim Strom, wie Plus und Minus. Stellt euch vor, es gäbe keinen Teufel. Ne? Da muss man schön aufpassen, Franco. Danke. Na, ich meine einfach auf diesen Kontrast, ne? Diese, ich weiß, mich hat das einfach neugierig gemacht, dass dieser neue Bibelcode entdeckt worden ist, wo einfach auch die Mächte des Böses einfach auch erklärt werden und alle dann Riten einfach auch beschrieben sind, zum Beispiel einfach für Austreibungen und so. Ne? Dabei, für mich ist einfach das Minus, ist einfach auch immer, hat auch mit dem Plus zu tun. Das heißt, wenn man von Teufel spricht, spricht man immer von dann Besetzungen, Austreibungen. Und also ich habe schon viel mit diese Mächte zu tun gehabt. So 10 Jahre lang mindestens habe ich schon mit diese Mächte einfach auch gekämpft. Ich habe in der ganzen Welt ein Team von 10 Leuten. Ein Team von 10 Leuten, viele Besetzungen und Besessenheiten und Geistwesen ins Licht begleitet und aufgehoben, ungereinigt, ist nicht so spektakulär, wie man einfach auch denkt. Und irgendwann habe ich das einfach auch immer weniger gemacht. Nee, Franco, ich kann nicht technisch. Du kannst gerne anrufen, Franco. Ich blende einfach die Nummer ein. Dann kannst du deine Erfahrung einfach da mitteilen. Gerne. Okay, die Nummer ist eingeblendet. Aber ich muss noch ein Mikrofon rausnehmen. Okay, hier ist noch.
Batterien drauf. Ja, Weihnachten. Und wo ist der Teufel? Hi, Franco. Hallo, hallo. Schön, dass du anrufst. Danke. Du hast Erfahrungen einfach auch mit diesem Thema. Ja, wenn ich jetzt mal an den Einfluss von Gut und Böse denke, ich habe da natürlich auch schon eigene Erfahrungen. Also ich finde nicht, dass man Bengel und Teufel zusammen in einen Topf werfen kann. Also wenn man mal überlegt, wenn das jetzt wirklich die Mächte des Teufels sind, die halt für das Schlechte in der Welt zuständig sind, wenn man mal überlegt, das ist ja, steht überhaupt kein Verhältnis. Ja, klar. Also ich denke an satanischen Missbrauch oder an Uranmunition und also man kann, es können auch gute Kräfte einem auch mal was unterschwellig, oberflächlich Böses tun, was das sieht am Anfang böse aus, ist aber nicht so gemeint. Das ist dann, um einen über eine Schwelle zu bringen. Das sind aber keine Teufel. Also die für die böse Seite arbeiten, die produzieren auch wirklich nur Böses und die sind auch nicht gut. Und dieser Bengel sein, das kann, ich denke mal, dass das dann auch Engel sind. Also ich muss manchmal auch zu meinen Mitmenschen, zu meinen Allerliebsten gemein sein, um da mal eine Wand zu durchbrechen. Das geht nicht anders, um dann das Durchbrochene, um darauf neu aufbauen zu können. Es geht halt nicht anders. Aber mit Teufel und Engeln, da beschäftige ich mich gerade sehr viel mit. Also ich und meine Kollegen, wir sind jetzt auch gerade dabei, ich weiß nicht, so Satanismus in der Film- und Musikbranche und ich wäre da ganz vorsichtig. Also Teufel ist für mich schlecht, er ist auch schlecht und das geht auch ohne den. Also wir brauchen den Teufel nicht und seine Helfer. Also das können auch die guten Engel alleine machen. Ja, Und aber uns auch schlechte Erfahrungen machen lassen. Wenn sie wissen, dass dass dem ein höheres Ziel folgt, dann können die das auch. Also dafür brauchen wir die Mächte nicht. So sehe ich das. Ja, was für mich einfach wichtig ist, ist einfach, weil wir sprechen oft fast nur über Liebe und und das ist für mich, es ist für mich sehr deutlich, dass eigentlich die schwarze Mächte sozusagen jetzt uns regieren, ne? Noch, ne? Das ist richtig, ja, Ne? würde ich sagen. Und das heißt, wir vermeiden einfach immer darüber zu sprechen. Wenn ich einfach, egal in welches System ich sehe, Gesellschaftssystem oder Organisation, heute habe ich zum Beispiel gesehen, in alle politischen Schichten sind immer Teufel am Werk. Das heißt, sind diese Organisationen, die einfach den Menschen krank machen lassen durch das Gesundheitssystem oder manipulieren durch das Schulsystem oder die Kunst als Ausdruck der Seele verfälschen ständig und so dass auf alle Ebene, dass es einfach uns nicht bewusst wird, dass wir von alles sieht so glänzend und schön aus, aber im Grunde genommen in Geldsysteme, alles ist Teufelswerk. Ne? Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, also wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig eigentlich eher mit den schlechten Sachen. Also wir unter, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben. Ich Nein. hatte mich ja schon mal vorgestellt und habe ja auch gesagt, wir wollen schwerpunktmäßig andere Sachen machen. Gerne, ja. Also wir beschäftigen uns wirklich sehr damit. Und gerade, ich habe gerade zugeschaltet, wie du von Bengeln und Engeln geredet hast. Und im Moment gibt es wir beschäftigen uns gerade mit der Darstellung des Teufels in Illuminatenfilmen zum Beispiel. Ganz neu jetzt ist rausgekommen, Dr. Parnassus. Also so sympathisch, wie der Teufel darüber kommt. Oder es gibt hier noch den Film Konstantin, da rettet der Teufel Konstantin nachher das Leben. Und also ich wäre da schon, also das ist schon der Versuch der Illuminaten irgendwie oder der Elite, den halt deutlich besser darzustellen, als er wirklich ist. Oder halt sympathisch zu machen. Gut, ich habe da jetzt auch kein tieferes Wissen. Wir sind ja jetzt erst seit einigen Monaten dran, weil wir uns ja selber auch mit Unterhaltung auseinandersetzen wollen. Aber ich sehe das schon kritisch.
Weil gerade das ist ja auch das Ziel der Elite, diese dunklen Mächte positiver darzustellen, als sie eigentlich sind, oder sympathisch zu machen, oder auch ja, die so darzustellen, als wären die wichtig, als würden die einen wichtigen Teil übernehmen. Mhm. Aber, ja. Ich möchte da kein endgültiges Urteil abgeben, ich kann das sicherlich auch nicht entscheiden, aber für mich sieht das im Moment nicht so aus. Aber ich denke, ich schaue einfach immer, es ist schön in dieser Forschung, ich schaue auch gerne immer die Realitäten, ne? Und wenn ich einfach in den Bereich Kunst gehe, ne? Also die meisten Kunstwerke, Kunsthäuser sind immer in irgendwelche Hände, ne? Ja. Und die sehen vielleicht großzügig aus, weil die irgendwie Millionen investieren, um diese Ausstellungsräume. Aber ich habe immer den Verdacht, dass in alle diese Kunstgalerien und Kunsthäuser einfach eben nur das Schwarze am Werk ist, ne? Kann ich nicht viel zu sagen. Also mit Kunst, direkt, ja. Und mit Kunsthäusern habe ich mich so noch nicht beschäftigt. Okay. Also ich bin ja kein großer Kunstliebhaber. Wir meinen mehr moderne Medien, also moderne Musik, moderne Filme. Mhm. Mit sowas setzen wir uns auseinander. Okay. Ja, das ist natürlich, was zum Beispiel, ja, ich habe schon ein paar Filme, jetzt über Weihnachten ist schon etwas gelaufen, ne? Und es sind schon einige Filme, die das einfach auch immer darstellen. Magst du noch ein bisschen sagen, was deine Forschung ist? Ja, wir wollen ja halt in den Entertainment-Bereich rein und alternative Unterhaltung machen, und da wollen wir uns vorher auch damit aufsetzen, was auf uns zukommt. Mhm. Und mit wem man zusammenarbeiten kann, falls wir mal die Möglichkeit haben, und mit wem nicht. Und wenn sieht das wirklich so aus, also Hollywood kann man eigentlich komplett vergessen, also jeder größere Star ist ein Illuminatenkünstler. Ja. Da gibt es auch ganz viele Musikvideos, da kann ich zum Beispiel eine Seite empfehlen, die nennt sich New Age Treasure. Da werden halt so die wichtigsten genannt, aber wenn man sich da länger mit beschäftigt und auch die Symbole studiert, dann sieht man das in fast jeder größeren Hollywood-Produktion, und die ganze Hip-Hop-Industrie auch. Ja. Also Jay-Z über Shakira, über Beyoncé, über die ganz großen Nummern, Madonna. Und es gibt auch viele kleinere Gruppen. Und das ist alles Satanismus. Und Michael Jackson. Satan und Lucifer gepriesen. Mhm. Und es wird einem auch überall, es gibt Videos, da wird einem erklärt, wie man halt einen Pakt mit dem Teufel eingehen kann. Da weise ich immerhin auf das erste Video von Lily Allen, da wird es auch beschrieben, die singt auch davon, oder es gibt eine Künstlerin aus Estland, die ist in Amerika und Russland ganz groß, die nennt sich Curly. Also das ist riesig, das ist wirklich riesig. Also wir haben uns selber erschrocken, wie groß das Ganze ist, als wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach für einen, der sich damit auseinandersetzt, nicht zu übersehen. Das geht in alle Bereiche. Und alle großen Schauspieler, also ich musste alle, meine Lieblingsschauspieler musste ich alle fallen lassen, gehören alle dazu. Und Michael Jackson auch? Ist schwer zu sagen, der ist halt seit Kind schon da drinne. Und der ist auch mit der Tochter von Elvis Presley verheiratet, und die bekennt sich auch offen dazu. Da gibt es auch ein schönes Video von Johnny Cash, das heißt God's Gonna Cut You Down, da ist sie auch mit drinne. Und das ist zum Beispiel ein Bekenner-Video von, da sind ganz viele Künstler mit drinne, Kanye West, Bono und die Red Hot Chili Peppers und alles Satanisten. Also dann war richtig, dass ich angefangen habe, über Kunst zu sprechen. Wenn ich von Kunst spreche, ist natürlich auch Musik und Video und Filme, ne? Also dass die Kunst einfach in die Hände ist, weil Kunst ist so eine Transformationsmacht, ist die Nummer eins für mich. Und ich würde schon gerne, dass Kunst wieder einfach frei wird und dass es einfach nicht mehr so in dieser Form einfach besetzt wird, ne? Ja, ich finde auch, man sollte Kunst nicht mehr so abgeben an Spezialisten oder an Leute, die das vermeintlich am besten können. Ich finde, jeder sollte Kunst in sich selber auch irgendwie entdecken und auch selber Kunst machen und gerade irgendwie Filme machen oder wenigstens kleine Berichte, das müsste eigentlich jeder können. Ja. Finde ich schon wichtig. Wie gesagt, aber da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Aber das haben bis jetzt unsere Forschungen ergeben, dass das wirklich sehr umfassend ist. Also gerne, ich finde... Wenn du das, möchtest, kann ich dir da gerne mal ein paar Links schicken. Aber na, also mit Link, für mich war es natürlich schöner, mein Mittel ist einfach, dass man die Menschen, die das erzählt, das einfach auch spürt. Ne? Das sind Live-Sachen, das heißt... Ich fände es toll, wenn eine Reihe von Live-Sendungen einfach so alles, was du erfahren hast, diese Sachen immer in kleine
Dosis, so dass es einfach auch verstanden werden kann, einfach zu übermitteln, damit die Leute in diesem Thema einfach auch anfangen reinzukommen. Einfach nur nicht jetzt die große Produktion, sondern einfach immer, dass man zum Beispiel dich hört und du sagst, hier in dieser Situation habe ich das und das und das. Die Illuminator oder so, das ist das und das und das, diese Erfahrung. Das ist einfach eine Reihe von Sendungen, wo die Themen schon so geschrieben sind, dass man stufenweise einfach einfach da reinkommen kann. Das fände ich einfach auch interessant. Ne? Und also jetzt unabhängig von alle neue Produktionen, die man machen kann oder die einfach so ab und zu, so wie du mir das erzählst, weil ich glaube, dass wenn wir Sachen durch diese Live-Sendungen, dass sehr viel geschieht. Ne? Egal auch, wenn wenige Zuschauer sind oder ein bisschen mehr, dass diese Live-Sendungen uns Wege öffnen. Ich meine, im Grunde genommen haben GTV jetzt immens Erfolge einfach in der Kommunikation haben wir auch gehabt dadurch. Ne? Das ist einfach eine Einladung. Fühle einfach ein bisschen rein und dass du einfach so erzählst. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Eure Live-Sendungen sind immer samstags Nee, am Stream? wir sind täglich auf mehrere Kanäle Live-Sendungen. Naja, ich könnte sonst mal was vorbereiten, aber ich kann hier höchstens sonst mal die Links vorlesen. Aber Nee, dass du einfach weißt du, dass man dich, wenn es geht, sieht und dass du frei erzählst, Thema für Thema von deinen Erfahrungen und das, was du entdeckt hast, langsam, deutlich und nicht zu lang. Das heißt, ich sehe das einfach so halbe bis dreiviertel Stunde höchstens, dann ist die Sendung gespeichert, ist ein Titel da und alle Leute haben in dieser Bibliothek kennen sofort, die müssen nicht 1000 Link einfach, um sich zu informieren, sondern in diese Bibliothek kann man dann einfach alles sehen, alle deine 10, 20 aufzeichnen, in der Reihenfolge, so wie du es empfiehlst, mit diesem Thema. Ne? Weil wir bauen schon langsam, wenn wir aus dem Chaos kommen, schon möchte ich schon diese große Bibliotheken aufbauen, wo Thema für Thema einfach die Menschen ihr Wissen einfach auch ja, in diese Webbibliothek einfach auch freigeben. Und wer sich informieren möchte, kann lebendig von deiner Stimme dich hören, wo du einfach live das gesagt hast, mit der Kraft und Aufmerksamkeit von vielen anderen Zuschauern. Das ist eigentlich, was GTV ausmacht. Ne? Und wenn die Leute die Sendungen, auch wenn in schlechter, Entschuldigung. nur mit der Web, ja, mit Webcam oder so, aber dass diese Sendungen live und mit der Aufmerksamkeit einfach auch gesendet worden sind. Also mir gibt es immer eine Das ganz können wir andere gerne mal machen. Dann Aufmerksamkeit. kann ich Ja, das ja mal zusammenfassen. schön, freut mich. Ich muss mir das vorher dann auch genau angucken, weil vieles von dem versteht man erst, wenn man sich ein bisschen mit Freimaurerzeichen und Ritualen auseinandergesetzt hat. Ich rede jetzt mal von diesem Schachbrettboden, ne, dass man weiß, dass der vorkommt und mit diesen zwei Säulen. Dann müsste ich das vielleicht erstmal außen vor lassen. Genau, aber einfach deine Erfahrung, also mich würde das persönlich interessieren, also ich wusste das nicht und das, was du jetzt gesagt hast, macht mich sehr neugierig und aber ich würde das gerne natürlich, wenn du in Formen, so wie in einer Bibliothek oder Webbibliothek, deine Erfahrung, auch wenn sie 3 Wochen später sich etwas verändert hat, ist ja egal, ne? Weil du erzählst einfach, du bist auf der Suche, in der Forschung und erzählst einfach Woche für Woche, einmal die Woche oder so, von das, was du einfach erfahren hast. Ne? Kann ich gerne Schön. machen. Gerne. Toll. Ja, Und dann melde ich mich nochmal. das heißt, wenn du 8 Themen zum Beispiel einfach vorbereitest, dann schreiben wir das auch im TV-Programm. Schauen wir, an welchen Kanal das einfach auch passt. Dann gebe ich dir die Passwörter und dann von dir aus sendest du und einfach so, ne, einfach aus Lust, dich mitzuteilen in diese Form, kommunikative Form des Livestream, wo du weißt, dass andere Kräfte und Mächte einfach auch dabei sind, die dich einfach auch unterstützen und die einfach Ja, ich auch. möchte nicht direkt sagen, dass es diese Kräfte gibt, nur diese Anbetung und diese Rituale, die sie da machen in Videos und in Filmen und diese Zugeständnisse zu diesem Glauben, die sind einfach nicht zu übersehen.
Ja, aber weißt du, wenn Ob du da das, jetzt wirklich was hintersteckt, das kann ich nicht sagen. Nur, das drängt sich natürlich auf, wenn man mal überlegt, wie alt das schon ist, wie weit man das zurückverfolgen kann und wie groß das Ganze ist, wie umfangreich, dann drängt einem sich schon der Verdacht auf, dass da mehr hintersteckt. aber so wie du das sagst, ne, das spüren, die Leute spüren schon, also die, die wollen, die spüren schon, die brauchen nicht, also bei mir hat es schon Auswirkungen gehabt, weil jetzt verstehe ich einige Zusammenhänge. Auch wenn das jetzt mir jetzt nicht viel gezeigt hast, aber wenn du bist berechtigt, das zu forschen und diese Informationen zu geben, und von dir wird das auch verstanden. So, das ist einfach auch meine Okay, Art, ja ne? gut, das verstehe ich. Kann ich gerne machen. Aber da Toll. muss ich nochmal was zusammentragen, weil ich jetzt aus dem Stegreif nicht wüsste, wo ich da anfangen soll, um das Leuten, die da nicht im Thema drin sind, Ne, nimmt dir vollständig auf zu sagen. Zeit und dann und ja. Okay, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Genau. Auch wegen Okay. anderen Sachen und dann melde ich Okay. mich einfach. Schön. Vielen Dank. Okay, Hast mich dir auch. bereichert. Bis Danke. dann. Tschüss. Tschüss. Also, das ist sehr, sehr interessant. Danke, Franco. Wunderbar. Aber eben, das alles wird schön gemacht, ne? Die Demokratie, und die meisten, natürlich, da wo in der Welt noch Diktaturen sind, können die versteckten Diktaturen in der Demokratie nicht eingreifen. Und manchmal glaube ich, den Leuten ist es egal, ob wenn es irgendwo eine Diktatur gibt, die wollen die Diktaturen zerstören, nur um diese versteckten Diktaturen aufzuzwingen und die einfach unsichtbar sind, professionell unsichtbar, gesetzlich, mit Geld schleichen die sich in alle diese Strukturen und kaufen alles. Und der Mensch merkt das nicht. Eben deswegen, natürlich, viele wehren sich über Emotionen, über Negatives, über Krieger zu sprechen. Und für mich ist einfach wichtig, sich um das Minus zu beschäftigen, damit das Plus ja mehr Raum hat oder mehr Kraft hat. Dorothee, ich weiß es nicht, was du meinst. Ja, das war für mich sehr, sehr, sehr interessant. Besetzung, alle Systeme sind besetzt, ne? Man kann Klimakonferenz machen, so wie man will. Die Leute, die Entscheidungen treffen, die sitzen woanders. Ich weiß nicht, wie der Weg einfach auch daraus ist. Es ist Teil vielleicht der Geschichte. Früher hat man die Sklaverei gehabt. Heute ist das Gleiche, nur sieht man es nicht.
Und im Grunde genommen nur mit dem Wachsen des Bewusstseins der Menschen können sich einfach neue Türen öffnen. Ja, Franco, vielen Dank. Das gibt mir sehr, sehr. Es rattert. Weil ich versuche seit lang intuitive Kunst zu. Ja, öffentlich zu machen, haben wir auch lang gemacht, auf viele Dimensionen, in viele Messen, in viele Kanäle, in den alten Sender, Fernsehen. Und kriege ich einfach auch mit, dass authentische Kunst, ja, aber keinen Raum hat, einfach weil es besetzt ist. Die ganzen Gelder gehen zu dieser besetzten Organisation, die nur das erlauben, damit bloß die Menschen nicht die Informationen bekommen, dass sie brauchen nur zu singen oder zu tanzen, um sich zu befreien. Das Singen hat nicht mit hoher Professionalität zu tun und Tanzen auch nicht, sondern Kunst in erster Linie ist ein Individuum, ein Ausdruck des Individuums, um sich zu befreien. Und wenn ein Mensch sich befreit, dann vielleicht zwei Menschen, fünf Menschen tanzen zusammen oder singen zusammen oder machen einen Film zusammen, ein neuer Film. Und deswegen, und dann entdeckt man einfach auch immer mehr, entdeckt man die Freiheit, die die Kunst in sich hat. Und das ist natürlich gegen jegliche Form von Manipulation, ne? Also Kunst erlaubt Manipulation nicht. Oder Manipulation erlaubt intuitive Kunst nicht. Ja, durch Kunst entdecken die Leute ihre Freiheit. Ja, vielleicht könnte ich noch. Jo. Franco, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, was du da machst. Und ich finde, wenn mit diesen Live-Sendungen, wenn du einfach auch diese Worte, diese Erfahrungen, diese Impulse durch den Livestream in die Welt setzt, dass es schon Millionen von Menschen erreicht. Auch wenn vielleicht nur 10 oder 100 oder 1000 schauen, das, was wir machen, erreicht durchs Internet Millionen von Menschen. Alle Menschen, die wollen. Alle Menschen, die inneres DSL haben, eine gute Verbindung. Und ich glaube, dass man durch diese noch kleine, noch mit Fehler, noch qualitativ nicht perfekte Sendungen, wo manchmal das und jenes geschieht, ich glaube schon, dass wir das nicht verschieben sollten, sondern jeder seine Wahrheit einfach sagen soll und dass das wirklich mehr und mehr Leute erreicht in dieser Form, wie wenn wir uns 2 Jahren zurückziehen würden und etwas Tolles und Perfektes einfach vorzubereiten, damit, weil die Leute dann konsumieren die Informationen, machen einen Film daraus aus dem Teufel, verdienen einen Haufen Geld aus deiner Recherche und missbrauchen die tolle Arbeit, die du einfach auch gemacht hast. Deswegen regelmäßige Live-Sendungen in nicht perfekter Form. Mit ein paar Fehler drin.
Und das erreicht Millionen von Menschen. Das garantiere ich. Ich weiß. Das war immer so, alle Themen, die wir in den letzten 15 Jahren behandelt haben, die waren eine Woche später oder ein Jahr später, waren selbstverständlich dann einfach auch für alle. Eben, schreiben ist eine Sache, E-Mail, Zeitschriften, Filmproduktionen. Das neue Medium ist Livestream. Weil es ist natürlich okay, auch tolle Filme zu machen. Ich schaue auch gerne tolle Filme. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt mich vorbereite, dass ich in 2 Jahren etwas vorstelle, das kann ich gerne machen, das ist okay. Aber wenn ich mich öffentlich vorbereite, so öffentlich, in Livestream, dann meine Vorbereitung hat noch die Kraft von Millionen von Menschen. Alles, was wir in Livestream machen, erreicht Millionen von Menschen. Das ist absolut meine Erfahrung. Es ist so. Also ich nehme das wahr. Und früher haben wir das nur in Vorträgen gemacht. Und jetzt ist natürlich durch den Livestream noch, durch GTV, ist noch viel stärker geworden. Viel, viel stärker. Natürlich gibt es nicht sofort die Resultate, dass, was weiß ich, die Leute sich drauf stürzen. Aber das geht auf die Ebenen, die einfach auch erreicht werden sollen und das wirkt. Okay. Ja, ich bedanke mich sehr. Und morgen. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung kommt für morgen. Andreas Ledermann. Ein ungewöhnlicher Stern ist jetzt weltweit sichtbar. Zeichen unserer Zeit, neuerstern.de, das ist im TV-Programm. Montag, Timo und Chris. Chris ist derjenige, der uns am Anfang die erste Livestream einfach sehr geholfen hat, der alle unsere Videos hochgeladen hat. Dann Dienstag wieder aus Stuttgart. Und Mittwoch fängt unser Zeitenwechselkongress und es ist ein großes Programm. Okay, für alle wirklich, es ist oft manchmal auch 3, 4 Stunden Auto, 6 Stunden Auto. Es lohnt sich, zum Zeitenwechselkongress zu kommen. Es lohnt sich, weil es sind wirklich, die Atmosphäre wird einfach auch ja, mächtig sein. Es wird einfach ein toller Kongress. Eben nochmal, wirklich bitte einfach regelmäßig auf Sendung gehen ist nicht so einfach. Ich weiß, dass es einfach nicht so einfach ist. Aber ja, da, das ist einfach auch für uns. Da lernen wir auch einiges. Für alle, die die Aufzeichnungen sehen wollen, wenn ihr auf Kanäle geht, die Aufzeichnungen sind in alle Kanäle. Und nochmal, ganz viele Aufzeichnungen sind zum Beispiel wenn ihr in Kanäle geht, also die sind eigentlich nach Messen, nach Themen so geordnet, je nachdem, welche Veranstaltungen da einfach auch gelaufen sind, ne? Und weil das war für mich die lebendige Ordnung. Ich ordne das einfach auch den ungarischen Kanal, den polnischen, den englischen.
je nachdem, was einfach authentisch einfach auch gelaufen ist, ne? Dann von Franke, Rainer Franke, alles, was wir mit ihm gemacht haben, die Comedy-Sachen, den Gesundheitskanal, haben schon einige den Impuls gegeben für den Gesundheitskanal. Deswegen mache ich nicht wie alle anderen Fernsehsender Themen und dann Beschreibungen und so weiter, sondern man fühlt einfach die Energie der Kanäle, ne? Meditation, intuitive Kunst, Ravenna, die einfach Unglaubliches geleistet hat. Osho, Göttinnen, die Göttinnen mit ihrer neuen ja, Aktivitäten, dann unser Ausbildungskanal, Immobilienkanal, Energy, dann eben auch Seven Load sind schon paar tausend Aufzeichnungen, dann in MySpace, in MyVideo, in YouTube, in ja, und viele andere. Das heißt, wenn ihr auf Kanäle geht, kennt ihr einfach auch Kanal für Kanal. Aber wo ihr vielleicht am leichtesten findet, das ist vielleicht Seven Load, ne? Seven Load transformiert die Video einfach auch sehr gut. Ja, Maria Magdalena Kongress, Waldweltfestival, Regenbogenfestival, Freigeist von Joe Conrad. Ja, die sind alle in dem Kanal, wo sie einfach auch aktiv werden. Und Joe Conrad hat es einfach auch gezeigt, wenn ihr auf Sendung geht. Gestern war nicht mal ein TV-Programm, da sind immer genügend Zuschauer. Dann 177, ich glaube, angeklickt. Nur Joe Conrad gestern. Okay, vielen Dank. Ich gehe jetzt essen. Und ich bin sehr froh über die Aufmerksamkeit, die ihr Zuschauer heute gegeben habt. Und das entspannt mich. Ich weiß, dass es einfach wie ein Theater ist. Hier sieht man die Leute nicht, aber ich spüre sie schon. Und das unterrichtet mich, die Zuschauer unterrichten mich, wenn ich spreche, zu erkennen, ob ich da bin oder im Kopf bin. Meistens bin ich im Kopf oder zu oft. Und meine Dankbarkeit, dass die Zuschauer jetzt anwesend sind, ist, weil sie mich einfach auch in mein Wesen und in meinen Körper einfach auch bringen. Das heißt, das mache ich natürlich gerne und fühle schon einfach auch, was wir danken dir auch, am Weihnachten Sendung zu machen. Danke. Ja, das ist für mich wie es ist wie Weihnachten, ne? Das ist wie Weihnachten. Ja, natürlich würde ich schon gern, wie jetzt in Ungarn, solche Sendungen machen. Das war mächtig, mächtig, mächtig. Schaut euch die Sendung an. Wie gesagt, das ist Ungarisch-Englisch. Auch wenn ihr nicht versteht, die sprechen Ungarisch manchmal ein bisschen länger. Diese Weltmeditation für alle, die von Krebs geheilt wurden, das war schon unglaublich. Das war schon unglaublich. Und wenn ihr euch diese Aufzeichnungen einfach auch anschaut, die sind gesegnet. Also die Aufzeichnungen, fast alle, 99% der Aufzeichnungen, die ihr in GTV sieht, unterscheiden sich schon von anderen Aufzeichnungen, die nicht live gesendet worden sind. Oder die nicht gerade. Wenn Publikum da ist, das ist eine Sache. Wenn die Aufzeichnung mit den Zuschauern von GTV, die sichtbare und die unsichtbare Zuschauer,
die wirklich drauf klicken oder die als Wesenheit einfach auch drin sind. All diese Sendungen haben schon eine sehr starke Energie. Und das ist für mich ein neuer Zeitalter der Kommunikation, der einfach auch durch GTV auch eingetreten ist. Deswegen vielen Dank nochmal an alle, die die letzten Tage auch auf Sendung gegangen sind. Eben normalerweise mache ich das natürlich auch gerne. Manchmal bin ich erschöpft. Ja, jetzt zeigt sich einfach auch immer mehr die Vielfalt. Okay. So, Küsschen, Umarmung und bis morgen. Tschüss.